was ich an Innsbruck so gern mag. Mir taugt einfach das, dass Sommer alle Stickeln spielt. Und so lässige Leute. Action, Action, Action. Das kann ich oft selber gar nicht glauben, was die sich alles einfallen lassen. Region Innsbruck. Da gibt's immer einen Grund, draußen zu sein. Herzlich willkommen zu Tag 5 der Sport Austria Finals bei uns hier im Studio, powered by Österreichische Lotterien. Wir freuen uns riesig darauf, mit Ihnen zu Hause oder auch hier vor Ort in Innsbruck das große Finale der Finals zu feiern. Wenn das nicht ein Höhepunkt ist, lieber Rainer, wir haben jetzt 4 Tage hier gesportelt, gefeiert, mitgefiebert und jetzt der absolute Höhepunkt, der letzte Tag der Finals. Genau, und wir freuen uns auf diesen letzten Tag. Gestern Abend haben wir ja einen tollen Abschluss unseres Tages gehabt hier. Top-Stimmung hier, das hat zum Ringen aufgehört. Am Abend hat hier bei der Ehrungsbühne dann noch eine Art Disco stattgefunden. Da war bis um 10 Uhr Stimmung, parallel zum Champions-League-Finale. Wir haben Staatsmeisterinnen durch die Stadt ziehen sehen mit ihren Medaillen, mit ihren Pokalen. Die haben gefeiert. Also es war eine wunderbare Stimmung gestern. Hier sogar der letzte Bewerb war um 19 Uhr in Telfs. Da hat noch der Tanzberg gesteppt. Wir haben, wer bei uns schon mehrere Tage zuschaut, der weiß mittlerweile, dass unser lieber Rainer den Silberkurs im Tanzen gemacht hat. Du warst nicht auf der Bühne zu finden, aber viele, viele professionelle Tänzer und Tänzerinnen. Ja, und wir haben es angekündigt, 19 Uhr reinschalten. Und das Schöne ist, es hat hervorragend funktioniert. Man sieht hier in der Stadt ja auch immer unser Live-Signal. Und gestern Abend war es dann so, das Formationstanzen aus Telfs hier in Innsbruck auf den großen Leinwänden und Bildschirmen auch von vielen anderen Sportlerinnen und Sportlern verfolgt wurde. Also eine schöne Bühne auch für die Formationstänzer. Ja, und mittlerweile sehen wir hier schon bei uns die Live-Bilder und zwar geht es auch heute schon wieder voll mit dem Programm los. Die Minigolfer und Golferinnen, die geben sich gerade das Beste hier am Vorplatz des Landestheaters. Auch hier absolute Konzentration. Wir sehen hier natürlich in Präzision einer der aktuellen Favoriten. Schauen wir, ob er die Führung halten kann. Und den Ball, den würde ich jetzt schon natürlich gerne noch verfolgen. Und jawohl! Also für uns Anfänger, wir überlegen, wie viele Schläge, wie viele Versuche werden wir brauchen, bis wir in Richtung des Lochs kommen. Hier wird mit einem Putt eingelocht. Genau, das war also, wir haben jetzt natürlich schon einige Minuten vorher zugeschaut und es war so spannend. Es ist fast schon unspektakulär, weil man sich darauf verlassen kann, dass die Spieler und Spielerinnen hier Schläge ansetzen, eingelocht. Und Minigolf ist ja wieder ein wunderbares Beispiel für einen Sport, den man aus der Freizeit kennt. Viele von uns spielen Minigolf im Urlaub oder in ihrer Freizeit. Und das ist dann das, was die Profis draus machen. Aber genau diese Brücke vom Breitensport, vom Freizeitsport, von der Unterhaltung zum Leistungssport symbolisieren ja die Finals so gut. Und die Bahn wurde gestern um 22 Uhr hier aufgebaut. Also eine mobile sozusagen Bahn, die überall aufgebaut werden kann. Und mitten im Herzen Innsbrucks findet jetzt die Staatsmeisterschaft statt. Ja, und worüber sich die Golfer und Golferinnen hier, glaube ich, sehr freuen, ist, dass sie im Trockenen spielen dürfen. Das war die letzten Tage nicht bei allen Bewerben so. Ja, der Rundumblick, der startet hier am Theatervorplatz in Innsbruck vor der Hauptbühne und die sehen wir hier im Hintergrund bei mir. Andere Venue heute aufgebaut, wie wir schon gesehen haben, mit dem Minigolf, ehemals Bahnengolf genannt, und da sehen wir auch die Bilder, wie präzise hier gezielt werden muss, um die Kugel ins Loch zu bekommen. Ja, das ist ein Programmpunkt, aber wir schauen natürlich auch auf unseren Splitscreen, was sich heute Sophie Geschke, die hat sich unter die Minigolfer geschmuggelt. Genau, denn hier direkt vom Landestheater sind 18 Bahnen aufgebaut. Hier wird heute das Finale beim Minigolf ausgetragen. Jetzt gerade war das Zählspiel. Robert, was bedeutet denn das Zählspiel? Das war jetzt da der K.O.-Bewerb und das heißt, da treten Paarungen gegeneinander an und der Gewinner kommt in die nächste Runde, bis es halt irgendwann zum Finale kommt. Eigentlich ähnlich, wie man es im Tennis kennt, wo es auch ein Raster gibt, wo die Spieler gegeneinander antreten und man kommt halt dann von Runde zu Runde weiter. Ich habe dich vorhin schon gefragt, du hast gesagt, du hast die längste Socke heute hier. Was hat es denn mit dieser Socke auf sich? Ich habe das schon bei allen Spielerinnen und Spielern gesehen. Ihr habt so alle rundherum in der Hose die Socken. Naja, es ist ja so, mit diesen Socken versucht man die Bälle zu präparieren.
manche Bälle brauchen einfach einen gewissen wärmeren Zustand. Und mit der Socke versuche ich am Körper den Ball zu halten, dass er dann ideal präpariert ist. Ja, manche steckt man nur locker in die Hosentasche und manche spült man halt aus der Tasche. Das ist dafür Erfahrung und viel Training, dass man halt weiß, wie es ideal ist. Gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Hier geht es um sehr viel Präzision. Ich habe für später noch ein paar Fragen, die mir aufgefallen sind. Aber bis dahin gebe ich mal wieder zurück zu Michi. Für den Urlaub oder für die Minigolfrunde daheim, da kann man sich einiges abschauen, wenn man sich diese Schläge hier anschaut und wenn man sich diese Tricks hier mitnimmt. So, wir nehmen diesen Schlag hier noch mit. Große Konzentration hier. Oder wird noch einmal neu angesetzt. So. Hat sich ausgezahlt zu warten. Und damit ist er eingelocht. So, wir schauen wieder, was gibt es noch bei den Sport Austria Finals. Du und dein Partner, ihr seid als erstes festgestanden. Worauf kommt es denn jetzt an beim Minigolf, wenn man da heute gewinnen möchte beim Finale? Man darf sich nicht rausbringen lassen und voll konzentrieren auf den Boing, auf die Haltung und das Grot für ihre Schießt. Was ist so ein absolutes No-Go, weil es gibt ja hier auch Schiedsrichter. Ach so, na, die Schiedsrichter darfst du nicht sigieren und die passen auf dich auf, ja, dass du richtig anlegst und den richtigen Ballen. Ja, man darf nur 30 Bälle spielen, die sind vorher gezählt worden und einen anderen Ballen darf ich dann nicht nehmen. Was mich jetzt interessieren würde, spielst du persönlich dann im Urlaub auch oder so im Freibad? Da gibt es ja auch oft Minigolfbahnen oder sagst du, das ist dir zu einfach, wie macht es bei euch auf der Anlage? Oh ja, komischerweise, wenn ich nach Kroatien fliege oder ich fliege nach Griechenland oder irgendwo, ich spiele eigentlich immer Minigolf. Das ist eigentlich eine Sucht. Ich habe mit 9 Jahren angefangen und ich bin jetzt 53, ich will sicher nicht aufhören. Ja, du hast es schon vorweggenommen. Es freut mich ganz besonders, euch jetzt von zu Hause, von den Bildschirmen wieder zu uns ins Studio zu holen, weil ich euch eben den Präsidenten vorstellen darf des österreichischen Minigolfverbandes, Christian Gowitz. Es ist auch ehrlich gesagt etwas unerwartet, dass du hier bei uns sitzt. Ich freue mich natürlich umso mehr, dass du hier sitzt, aber irgendwie auch nicht, denn eigentlich wärst du gerade noch vorne draußen am Vorplatz des Landestheaters im Finalspiel. Du bist selbst aktiv. Ja, natürlich. Letztes Jahr habe ich diese Meisterschaften in Graz gewonnen. Dieses Jahr, okay. Das ist Sport. Einmal Gewinner, einmal Verlierer. Und so war es heuer halt. Ein bisschen unglücklich gelaufen, aber im Großen und Ganzen muss man mit der Gesamtveranstaltung zufrieden sein. Du sagst, es ist etwas unglücklich gelaufen. Was passiert hier beim Minigolf, damit man, dass man nicht gewinnt, dass man nicht weiterkommt? Was war der Fehler? Was kann da alles passieren? Also wir spielen ja die Mixed-Meisterschaften, Staatsmeisterschaften und österreichischen Jugendmeisterschaften, also eine Dame und ein Herr. Und der K.O.-Modus nennt sich, der die Bahn gewinnt, bekommt einen Punkt und da geht es oft schnell, dass Kleinigkeiten nicht funktionieren und dann verliert man die Bahn oder man verliert dann das Spiel auf die 18 Bahnen. Wir sehen hier auch schon, natürlich haben wir schon wieder aktuell brandheiße Live-Bilder für euch. Was passiert hier draußen gerade? Also vielleicht kannst du bist der Experte bei uns in der Dreierrunde, kannst du uns kurz erklären und was im aktuellen Bewerb passiert? Ja, ganz, das geht jetzt um Spiel um Platz 3. Das ist ja die Gruppe, die uns im Viertelfinale geschlagen hat. Das ist der Grünbacher Klaus mit der Knotzer Johanna. Das ist die Vizepräsidentin vom österreichischen Minigolfsportverband. Also die war diesmal vor mir. Das war eine sogenannte Brücke. Dort ist der Plan, dass man den Ball sehr weit links auflegt und auf der Brücke, in der Mitte der Brücke, den Ball hinspielt. Und dann bandet der Ball, das ist eine Gummimischung, dass der Ball ein bisschen von der Bande wegbandet und dann im Vorlauf ins Loch fällt. Und es sind jetzt hier auch schon, wir hatten nämlich das Viertelfinale schon, hatten das Halbfinale schon, das heißt da draußen bei diesen Bildern, da geht es jetzt wirklich um Medaillen. Ja, ganz genau. Jetzt Spiel um Platz 3. Wie gesagt, jetzt ist das Plateau
Das ist eine schwierige Bahn. Da haben wir die Bahn so eingestellt, dass die Kante hinten, wo der Ball oben liegen bleiben muss, sehr niedrig war. Man hat es jetzt gesehen, die Evelyn Haberl, Weltmeisterin aus 2013, hat einen Fehlschlag gemacht. Jetzt ist der Partner dran, den zweiten Schlag zum platzieren. Ein genauer, präziser Schlag ist hier wichtig, also vom Tempo vor allem. Und man wird es jetzt eh sehen, ob das der Egon schafft. Man hat es gesehen, das war ein sehr guter Schlag und hat auch nicht gehalten. Also man sieht, dass die Bahn ganz, ganz genau zu spielen ist. In dem Fall müsste der Ball oben liegen bleiben. Der Ball müsste oben liegen bleiben, ganz genau. Und wir haben am Abend davor die Bahnen ja aufgebaut und eingestellt und wir haben es halt so gemacht, dass es schon dem Bewerb angepasst ist, dass es nicht so leicht ist. Und man sieht, dass die Bahn wirklich schwer ist. Man hat gesehen, der Schlag ist dann oben geblieben und man sieht, dass die Bahn sehr, sehr gefinkelt und sehr schwer ist. Jetzt hat natürlich die zweite Gruppe die Möglichkeit, mit einem besseren Schlag als 3 die Bahn zu gewinnen. Ist das ein Vorteil, wenn man so wie hier als Zweiter antreten muss und daher zuschauen kann, wie es die Gegner angelegt haben? Also aus Erfahrung ist es immer besser, wenn man vorspielt. Man sieht es ja, die Vorspieler sind immer die eigentlich führen, die das Vorspielrecht haben. Und man hat ja gesehen, jetzt sie haben die Chance, die Bahn zu gewinnen. Der erste Feld war schon der Fehlschlag, der war zu locker. Und wenn natürlich der Grünbacher Klaus jetzt da rauf trifft, dann hätten sie die Bahn gewonnen. Also es ist Vorteil ist, wenn man vorspielt. Wir sehen unterschiedliche Bälle. Sucht sich der Spieler den Ball aus oder gibt es hier Vorgaben? Wir haben für diesen Bewerb ein Reglement eingeführt, dass man nur 15 Bälle pro Spieler auf der Anlage mitnehmen darf. Nur Beispiel, ich habe 5.500 Minigolfbälle zu Hause. 5.500 verschiedene? Verschiedene Minigolfbälle, ja. Jetzt durch den Schlag 2 haben sie die Bahn gewonnen. Wir haben es limitiert auf 15 Bälle, weil wir nur ein Trainingsfenster von 2,5 Stunden gehabt haben. Das war auch meine Frage, weil du sagst Trainingsfenster. Habt ihr wie bei anderen Sportarten die Möglichkeit, die Bahnen zu besichtigen und eben einmal durchzuspielen, einmal auszuprobieren? Oder geht man wirklich an den Start und lernt die Bahn erst kennen? Nein. Also wir bauen, haben die Anlage gestern um 10 Uhr am Abend aufgebaut bis Mitternacht. Und der Oberschiedsrichter hat die Bahnen ein bisschen eingerichtet von den Gefälle her, ob die Bahnen gerade gelaufen. Und wir haben dann in der Früh von 7 bis 9.30 Uhr die Möglichkeit, die Bahnen kennenzulernen und Schläge drauf zu machen und für jeder die beste Linie zu finden. Und das ist eine mobile Anlage, wie wir gehört haben. Wie wird denn so eine Anlage transportiert? Das braucht ja einen Lastwagen, oder? Nein, Gott sei Dank. Also die Bahnen sind die keine typischen Minigolfbahnen, die wir sonst spielen. Die Standardbahnen sind ja 6,25 Meter lang und nur 90 cm breit und die wiegen so um 200 Kilo eine Bahn. Wir haben die damals 2022 in Portugal extra anfertigen lassen für die Sport Austria Finals, dass wir auch hier daran teilnehmen können. Wir haben inzwischen jetzt einen Anhänger gekauft, wo wir die fix lagern und von Spielort zu Spielort transportieren, wenn wir sie wo brauchen. Spannend. Und ich habe im Vorgespräch mit dir schon gelernt, es gibt unterschiedliche Bahnen. Du hast gerade gesagt, die übliche Norm sind die 6 Meter langen Bahnen, aber es gibt ja auch noch andere. Es gibt noch die schwedischen Filzgolfbahnen, die sind von 6 Meter bis 14 Meter maximal lang. Die sind andere Bahnentypen und dann gibt es noch die sogenannten betonierten Bahnen, die man so meistens in den Urlaubsländern sieht. Die sind noch etwas länger und noch etwas breiter. Das sind auch die einzigen Minigolfbahnen, wo man reinsteigen darf. Weil da geht es nicht anders. Und du kennst auch alle Teams und alle Athleten, Athletinnen. Kannst du uns nochmal erzählen, wer eben das Finale erreicht hat und wer aktuell um den Titel kämpft? Also bei den Jugendlichen spielen um den Titel die Anna-Lena Dannerreder aus Oberösterreich und der Stefan Ader, zufällig ein Vereinskollege von mir in Bischofshofen. Die spielen um den Sieg gegen eine Wiener Jugendmannschaft. Also das ist die Julia, das ist eine neue Spielerin und der Daniel Schleich ist der Partner. Und in der allgemeinen Klasse spielen um den Titel der Heinz Weber mit der Melanie Amon, die auch schon vor 2 Jahren das gewonnen haben. Und noch im Finale steht der Jagdschütz Matthias und die Nagelin Nadim, die auch aus Vorarlberg kommen. Nochmal zum Modus. Es werden 18 Bahnen gespielt und wer mehr Bahnen für sich entscheiden kann, ist der Gewinner. Genau, man muss nicht 18 spielen, weil wenn es nach 10 Bahnen 10 zu 0 steht, dann ist es zu Ende. Ja, ganz genau. Wir versuchen...
Wir versuchen auch immer, all unsere Zuschauer und Zuschauerinnen für einen neuen Sport zu begeistern. Das heißt, wir haben auch viele ZuseherInnen, die jetzt gar nicht so Minigolf-affin sind. Deshalb vielleicht kannst du nochmal die Basics erklären. Eine Frage, die sich auch bei vielen gestellt hat, war, man sieht hier auf der Startlinie immer so Punktmarkierungen, kleine Ringchen. Was hat es denn mit denen aus? Ich darf man den Ball nur an bestimmten Stellen platzieren oder geht es hier doch um etwas anderes? Man sieht auf der Bahn 8 jetzt diese Linie, die gezogen ist. Man darf den Ball maximal bis zu dieser Linie auflegen und der Spieler wählt selbst einen Auflagepunkt. Man trainiert in der Früh, das war der Grund, man trainiert und versucht dann mit den Auflagepunkten den besten Punkt zu finden, wie man den Ball entweder gerade oder über das Bandenspiel ins Loch bringt. Und du bist natürlich auch am Verfolgen, man merkt es ihm an, er sitzt bei uns hier im Studio, währenddem da seine Sport da draußen läuft und die Kollegen und Kolleginnen spielen. Wie steht es denn um Platz 3 und 4? Jetzt habe ich, glaube ich, gerade keinen Live-Bericht hier, aber ich müsste nachschauen. Schauen wir. Wir verfolgen das Spiel natürlich auch weiterhin, bis wir das gefunden haben. Also vielen Dank an der Stelle auch nochmal, Christian, dass du dich bereit erklärt hast, dich von uns ablenken zu lassen. Also derzeit steht es um Spiel um Platz 3, 1:1 nach 7 Bahnen. Also das ist jetzt Bahn 8, steht es 1:1 und Duell um Platz 3 und beim Duell um den Titel steht es dem gerade begonnen noch 0:0. Also sie machen es spannend. Wir können da wirklich noch etwas draufbleiben und das mitverfolgen, weil noch ist absolut gar nichts entschieden und es schaut auch so aus, als würde das keine leichte Partie werden. Ich habe noch eine Frage für dich, die unsere Kollegin Sophie Geschke schon in einem Interview gestellt hat. Und zwar haben wir gesehen, dass viele der Athleten und Athletinnen eine Tasche haben und manche sogar einen Socken. Ja, natürlich. Der Minigolfer hat 3 Wärmegrade. Es kommt natürlich immer auf die Außentemperatur drauf an, wie warm oder kalt es ist. Ist es so wie heute in der Früh sehr kalt? Also ich kann es von mir sagen, ich habe eine kurze Hose, eine Trainingshose an und einen Socken. Sollte ich die Bälle ganz warm brauchen, kommt der Ball in den Socken und wird tief gesteckt. Brauche ich den Ball nicht ganz so warm, stecke ich ihn in die Innenhose von der kurzen Hose und wenn er nur leicht gewärmt muss sein, ganz außen. Das sind so 3 wärmegrade Schichten, die der Minigolfer braucht. Und was verändert die Temperatur mit dem Ball? Der Ball wird, dadurch, dass er wärmer wird, das ist eine Gummimischung, wird der Ball schneller, weicher. Und das ist halt das beim Minigolf so schwierig ist, das einem Laien beizubringen oder Jugendarbeit zu leisten. Minigolf ist nicht nur den Ball auflegen und spielen, sondern da ist viel, viel Physik, Mathematik dabei, wie man der Ball sich verhält, wenn er warm oder kalt ist. Also spannend, wir haben öfter in den letzten Tagen über Technologie und Innovation gesprochen und haben das zum Beispiel beim Thema Rodeln, das Kufenthema oder Rollenthema beim Inlineskaten gehabt und jetzt für mich auch neu in der Dimension die Herausforderung ans Material und an die Materialkenntnis des Spielers auch im Minigolf. Ja, und vielleicht können wir hier auch wieder die Live-Kommentation übernehmen, wenn wir dich als Experten haben. Mit welchem Ball wird denn hier jetzt gespielt? Also das war jetzt der Looping, der Salto. Auf dem Salto ist der Plan, dass man den Ball leicht links auflegt und mit einem Schnittschlag, so wie man aus dem Tennis kennt, einen Slice oder einen Topspin in den Salto reinspielt, damit der Ball an der Bahn am Loch links vorbeigeht und mit einem Slice zurück ins Loch fällt. Also nicht direkt, sondern wirklich am Loch vorbei. Man hat es jetzt gerade vorher gesehen, es war ein Ass. Also da muss man auch Technik beherrschen, also nicht nur den Ball in den Looping reinspielen und warten, was passiert. Der Ball muss durch Technik so in den Looping gespielt werden, dass er dann einen Schnitt umsetzt mit dem Rücklauf von der Bande. Faszinierend. Auch hier hatten wir gerade Applaus. Wieder beim ersten Versuch direkt einmal eingelocht. Das ist halt die Bahn 10 ist eine ziemlich einfache Bahn. Die Bahn 10 ist wichtig, dass man den Ball mit einem langsamen Ball zum Loch gerade hinspielt. Der Ball sollte beim Lauf ein bisschen bremsen, das sind diese weichen Bälle und eigentlich ist einer der einfachsten Bahnen hier und man sollte den Ball wirklich vom Abschlag gerade wegspielen und das sollte eigentlich funktionieren. Das heißt, von den 15 verschiedenen Bällen, die ihr mit habt, ist das eine von den 15. Ja, genau, eine sehr langsame Bälle, die wir auf dieser Bahn spielen. Ja. Wir werden es gleich sehen. Klaus konzentriert sich sehr lange. Das ist auch ein Faktor im Minigolfsport. Das kommt die Konzentration. Es gibt ein Limit von einer Minute. Man sieht es, ein gerader Schlag und ist im Loch.
ist dann, wir haben ja hier die Bahn beim Landestheater Vorplatz bei der Ehrungsbühne. Es sind viele Zuschauer auch erfreulicherweise da, die hier rundherum stehen. Es ist eine Beschallung da. Ist das dann störend für die Athleten und Athletinnen? Also ich kann nur aus Erfahrung von den letzten 2 Jahren sprechen und das stört überhaupt nicht. Also wenn man so fokussiert ist beim Spielen, hört man die Musik gar nicht. Also wichtig ist die Konzentration und ich kann nur von mir sprechen, also ich hörte gar nicht. Unser Kameramann hat jetzt auch schon gewechselt zur Finalpartie, wenn ich das richtig sehe. Zum Heinz und zu Melanie, ja, die sind, wie gesagt, vor 2 Jahren die Gewinner gewesen. Das war wieder so die Bahn 4, diese Brücke, die vor uns steht, von leicht links auf die Mitte der Brücke und es war dann ein Ass direkt ins Loch rein. Ja. Jetzt kommt wieder dieses Plateau, wo die hinten die Kante sehr niedrig ist. Wir haben es heuer ein bisschen einfacher gemacht, letztes Jahr haben wir die noch schwerer gemacht. Und heuer ein bisschen einfacher, ist eine schwere Bahn. Wir spielen da so einen Glasstein, das ist ein schwerer Ball, der ein Stein ist und der sehr gut auf der Bahn hält. Aber man muss ihn halt sehr präzise schlagen, damit er auch oben auf der Plattform liegen bleibt. Es steht derzeit 0-0 und im Spiel um Platz 3. Bei der ersten Versuch oben liegen geblieben. Okay, Ass, ja. Und beim Spiel um Platz 3 steht es 2-2 derzeit. Wo liegen denn die österreichischen Spitzenspielerinnen und Spieler im internationalen Vergleich? Letztes Jahr, 2023, war ein gutes Jahr. Wir haben bei der Weltmeisterschaft in Schweden mit der Damenmannschaft die Bronzemedaille erreicht. Bei den Herren sind wir Fünfter geworden. Und im Einzel haben wir eine Bronzemedaille gemacht bei den Herren. Und im Mixed-Bewerb, diesen Mixed-Bewerb, haben wir auch eine Bronzemedaille erreicht. Und wer sind die führenden Minigolfländer international? Also letztes Jahr waren es die Schweden, die Deutschen sind sehr stark, also sehr großer Kampf zwischen Deutschland, Schweden, Tschechien, Schweiz und Österreich. Wenn wir jetzt hoffentlich möglichst viele zu Hause begeistern für den Sport und unserer Vorstellung dieser österreichischen Staatsmeisterschaft, wo geht man hin, wie findet man seinen Verein sozusagen? Also auf unserer Homepage auf www.omgv.at, das ist die Homepage des österreichischen Minigolfsportverbandes. Wie gesagt, wir haben eine gute Homepage, man hat die Landesverbände, man hat alle Vereine drauf. Ansprechperson natürlich in erster Linie ist der Verband, sollten mehr Fragen entstehen. Also wir sind auch auf Facebook vertreten, wir sind auch auf Instagram vertreten. Wir versuchen Medien zu nutzen, um den Sport gut zu präsentieren. Und natürlich auch auf sportaustriafinals.tv, natürlich wo wir uns heute sehen. Letztes Jahr, diesmal ist es nicht gelungen, in den ORF zu kommen. Letztes Jahr, glaube ich, hat sogar der ORF ja live übertragen, die Entscheidung in Graz vom Karmeliterplatz. Ja. Ja, wir sehen hier weiter im Hintergrund natürlich das Duell um den ersten und den zweiten Platz. Vorhin gerade die Vorarlberger haben wir auch noch gesehen, sehr stark. Genau, es steht immer noch 0-0. Nein, inzwischen steht es 1-0 für Matthias Jakschütz und Nagel Nadine. Darum spielen sie jetzt auch vor. Das ist jetzt die Bahn 6, das ist das Smiley. Genau, das war links. Man spielt die Bahn links oder rechts vorbei am Smiley und dann mit dem guten Tempo fällt man dann runter in den Halbmond. Wenn beide ein Ass spielen, dann ist es ein Unentschieden. Genau, da gibt es keine Punkte. Ja. Und bei diesen indirekten Spielzügen, Schlägen, wie auch immer man sie nennt, da wisst ihr genau, in welchem Winkel der Ball im besten Fall ankommen muss, um dann eben auch den Smiley zu erreichen. Genau, um den Smiley zu erreichen. Genau. Und da ist auch wichtig, dass der richtige Ball gespielt wird. Es hilft dir nichts, wenn man einen ganz schnellen Ball spielt, der, wenn man den an die Bande spielt, wegbandet. Man braucht wirklich langsame Bälle, die an der Bande bleiben und dann mit dem guten Tempo von oben reinfallen, so wie es da war. Bahn 14 jetzt, schaut spannend aus. Ja, das sind die ganz Stäbe. Präzise spielen. Ja, das sind Stäbe, da ist also nicht viel Platz. Vom Spielen her weiß ich, die hängt ein bisschen nach links. Also mehr zur Straße, man muss versuchen, den Ball von leicht links aufgelegt etwas nach rechts zu spielen, mit einem guten Tempo Vorlauf direkt ins Loch zu treffen. Und da geht es jetzt um die Entscheidung weiterhin, wer den dritten oder den vierten Platz erreicht. Das Stand ist derzeit 2-2. 2-2, ja genau. Sind auf Bahn 14, also ein spannendes Spiel um Platz 3. Jetzt ist natürlich der Nachspieler gefordert, hier das Ass nachzuspielen, um die Bahn nicht zu verlieren. Also wie gesagt, es sieht sehr einfach aus, wenn man
den Ball dann durch die Hindernisse laufen sieht. Aber es ist sehr wenig Platz und man muss ihn wirklich sehr präzise schlagen, den Ball. Nachdem wir ja alle eine gewisse Freizeit-Minigolf-Erfahrung haben, können wir mitfühlen oder erfühlen, wie schwierig das ist. Ja, es ist natürlich für einen Laien sicher der Unterschied ist, wir haben, wie man sieht, einen Minigolf-Schläger mit einem Gummi drauf, dann bringt man mehr Gefühl auf den Schläger, man kann auch besser diese Technik anwenden und die Bälle sind natürlich nicht so harte Bälle, wie man sie von Publikumsbällen kennt und wie gesagt, ich habe 5.500 Minigolf-Bälle zu Hause, jeder Ball ist anders. Unglaublich, also diese Zahl wird mir noch lange in Erinnerung bleiben. Ja. 5.500 verschiedene Minigolfbälle, 15 sind hier erlaubt. Gibt es bei den Schlägern bei euch auch Variationen? Ja, im Großen und Ganzen bei den Schlägern gibt es natürlich verschiedene Anbieter. Man hat einen Minigolfschläger im Großen und Ganzen und es gibt ein paar Modelle, die sehr begehrt sind und die spielen auch die meisten Minigolfer. Und hier bei der Uhr sehen wir, die Uhr tickt für die Finalpartie. Hier wird um den Sieg gespielt. Genau, die Uhr ist ein bisschen eine gefinkelte Band. Da sieht man, da geht es ohne Bandenspiel gar nicht. Das ist ganz wichtig, dass man einen Ball spielt, der wirklich gut bandet, Anspielpunkt an der Bande sucht, um gut zu assen. In dem Fall hat das jetzt gerade die Nadine gemacht. Jetzt muss die Melanie gefordert, hier ein Ass nachzuspielen, um die Bahn nicht zu verlieren. Sucht man sich im Mix aus, wer von den Partnern beginnt oder ist es immer abwechselnd? Heuer war es so, dass wir, und man kann sich auf Bahn 1 entscheiden, wer vorspielt. Man muss dann immer jede Bahn wechseln. Also das letztes Jahr war es ein bisschen anders, aber heuer haben wir gesagt, jeder muss bei Bahn 1 sagen, wer fängt an, entweder der männliche oder der weibliche Spieler. Und dann spielt man immer abwechselnd die 18 Bahnen. Melanie ist jetzt gefordert, man sieht es. Man spielt den Ball von weit links, damit er auch gut banden kann und sucht sich den Punkt an der Bande, den man eintrainiert hat, um den zu treffen, um hier ein Ass zu machen. Und das ist ihr auch gelungen. Ja? Bombensicher. Bombensicher, ja, war ein sehr guter Schlag. Wie oft muss man die Bahn spielen, um das wirklich souverän intus zu haben, dass man auch den richtigen Punkt an der Bande trifft? Also man stellt sich hin, denn ungefähr weiß man von den letzten Jahren, ungefähr die Bälle weiß man ja, was man spielt und dauert so eine Stunde, dass man einen groben Plan hat, wie man die Bahnen spielt und dann geht man die letzten 1,5 Stunden so weit, dass man das noch ein bisschen verfeinert und ein bisschen auch vom Ballmaterial, was man mit hat, tüftelt und dann auf das dann sich einspielt. Und hier dürfen wir wieder live mitverfolgen, wie sich die Teams um den dritten und den vierten Platz kämpfen. Genau, das spielt gerade der Egon. Egon Bahn 16 sind die Pyramiden. Die haben wir damals so eingebaut, dass sie auch gut spielbar sind. Man sieht es. Ja, man sieht es, dass man merkt auch jetzt schon, dass es wärmer geworden ist. Man sieht es an der Bahn. Durch die Luftfeuchtigkeit ist höher geworden. Dadurch bandet der Ball dann mehr als normal. Man hat es gesehen, der hat zu viel gebandet an der zweiten Pyramide und ist dann in den Spitzern der dritten Pyramide gegangen. Und jetzt auch ein wichtiger Moment, Sie dürfen den Ball von der Bande wegnehmen in einem bestimmten Abstand. Bei den normalen Minigolfbahnen gibt es Randlinien, die hier natürlich nicht eingezeichnet wurden, weil wir gesagt haben, dass es nicht muss. Hier haben wir so eine Regelung getroffen, dass man die Schlägerbreite weglegen darf von der Bande, damit man noch ausholen kann. Bei den richtigen Minigolfbahnen sind es 20 cm von der Bande weg. Aber das geht ja nicht, das ist ja nicht zu klein, die Bahne. Da kann ich ihn gleich ins Loch legen. Das waren jetzt, glaube ich, zwei Schläge das für dieses zwei. Loch. Jetzt hat der Klaus die Möglichkeit, er spielt eine andere Variation, er spielt wahrscheinlich die erste Pyramide an, dann geht er an die Bande und dann ins Loch. Das ist eine andere Variante als wie der Vorspieler. Sollte der Klaus jetzt reintreffen, dann gehen sie mit, ich schaue mal nach, schnell, Live-Ergebnis. Dann gehen sie mit 3-2 in Führung und das zwei Bahnen vor Schluss. Also das schaut schon sehr gut aus. Ja. Also muss man reintreffen. Da bleiben wir jetzt, glaube ich, auch drauf, weil wenn es um zwei Bahnen nur noch geht, dann verfolgen wir die Entscheidung natürlich live mit. Hat es gesehen? Das Tempo war sehr gut mit dem Rücklauf und der fällt ins Loch rein. Ja, sehr guter Schlag. Ein Ass, ja. Also war genau nach Plan gespielt, entweder direkt ins Loch oder rechts vorbei mit dem Rücklauf. Und das Tempo war sehr gut und dadurch ist der Ball reingefallen. Da brandet Applaus draußen auf. Wir haben doch die Zuschauereien dicht gedrängt rund um die Anlage. Das freut mich selbst als Präsident, wenn ich so rausschaue. Also man sieht, dass das Interesse sehr groß ist und man sieht auch, dass sehr viele Leute die Finale mitverfolgen. Und Stand jetzt, damit wir
weiterhin mitfiebern können. Zwischen dritten und vierten Platz haben steht wir aktuell 3-2 jetzt für Johanna Knotzer und Klaus Grünbacher. Und beim Finale hat gerade Nadine und Matthias eine 2-0-Führung herausgespielt. Ja, wir haben den Salto gewonnen, haben wir gerade gesehen. Ja. Jetzt Band 17. Und der wird zu langsam werden. Der war zu langsam gespielt. Das ist ein bisschen keine typische Minigolfbahn. Wir haben für die 18 Bahnen eine Bahn ausgewählt, die nicht so typisch im Minigolfsport ist, damit es nicht immer das Gleiche ist, sondern mit dieser Bahn, das nennt sich Auge. Ist ein bisschen eine Glücksbahn. Man kann sie aber gut anspielen mit dem guten Ballmaterial. Das war jetzt mit einem Ass. Okay, nein, mit einem Ass hat es nicht gereicht. Mit einem Ass kann jetzt Evelyn ausgleichen. Und sonst fällt die Entscheidung auf Bahn 18. Das ist spannend, ja. Viel spannender können sie es nicht mehr machen. Nein, also wirklich, es ist wirklich bis sehr zur spannend. Letzten Bahn. Ja, die macht es Ass. Und sozusagen Ausgleich zum 3-3. Das heißt, Bahn 18 riecht nach Stechen, sagen wir mal so. Da wird dann Bahn für Bahn gespielt, bis der Erste sozusagen... Abwechselnd, ja, bis der Erste eine Fechtung macht. Ja, genau. Ganz genau. Wir sind nicht die Einzigen, die das aufgeregt mitverfolgen. Man sieht hier schon auch, unser Kameramann hat die Bilder eingefangen. Ja, sehr gut. Das ist schön zu sehen. Macht mich als Präsident natürlich auch glücklich, wenn man sieht, dass das Interesse an dem Minigolfsport gegeben ist. Ich muss ja selber sagen, nachdem ich ja selbst schon jahrzehntelang spiele und auch immer noch auf einem guten, hohen Niveau spiele, es ist immer schön, solche Turniere zu spielen und vor allem bei den Sport Austria Finals, weil das ganz ein anderes Umfeld ist und viel angenehmer ist, als wie wenn wir so irgendwo in anderen Minigolfplätzen spielen, wo nicht so viele Leute zuschauen. Also für uns ist das sicher eine Bereicherung und ist ein Fixpunkt im Jahreskalender des österreichischen Minigolfsportverbandes. So, Klaus kann jetzt auf Bahn 18 ein Ass vorlegen. Und wenn er das schafft, ist natürlich der Nachspieler unter Druck. Wenn er das Ass nicht macht, dann, aber wenn wir warten, dass der Klaus das Ass macht. Wer schafft's aufs Podium? So. Oh. Er kommt noch? Nein. Schlechter Schlag, war wirklich ein schlechter Schlag. Das heißt, jetzt haben die Gegner einen Matchball auf die Bronzemedaille. Genau, jetzt locht noch der Partner den Ball ein und jetzt eigentlich gibt es noch die Möglichkeit, wenn die gegnerische Gruppe kommt, können sie den Platz da erreichen. So, also Egon, so wie ich mithöre, mit Egon hat jetzt die Chance auf den Bronzeschlag. Jetzt sind wir gespannt. Das wird jetzt wirklich der Schlag, wenn er den rein hat, dann Podium. Ja, Podium, und das Schöne daran ist, dass Egon und Evelyn ein Partner sind, also auch im wirklichen Leben Partner sind, und das würde mich natürlich auch sehr, sehr freuen, wenn die zusammen eine Medaille erreichen würden. Schaut gut aus, gutes Tempo. Nein. Oh, da ist mir der Atem stehen geblieben, ja, also wortwörtlich. Man sieht, dass Erfolg und Misserfolg sehr knapp nebeneinander liegen. Naja, ein Entscheidungsschlag ist ein Entscheidungsschlag, da sind wir wieder bei der mentalen Komponente, ja, genau, die wir vorher angesprochen haben. Genau, ja. Hoffentlich gibt es danach keinen Ehestreit, wenn die Partnerin zum Partner sagt. Man sieht halt, ja. Also hat die Chance gehabt auf die Bronzemedaille, wird jetzt natürlich, wenn sie ihn einlocht, vertagt auf ein Stechen. Ja. Aber einfach zu schnell gespielt. Der Ball war gut gespielt eigentlich, knapp am Loch vorbei, aber zu schnell und ist dann übers Loch gestoßen. Ja, also wie gesagt, hier gibt es ein Stechen, ja. Spannend. Wie steht es im Finale? Im Finale steht es weiterhin 2-0 für Martin Nagele und Matthias Jakschitz. Und die sind auf Bahn 10, also sind ungefähr auf der Hälfte der Anlage. Ja, jetzt wird es spannend wieder. Stechen kann sich natürlich jetzt wieder ziehen ein bisschen. Und das Stechen beginnt dann automatisch beim Loch 1 oder sucht man sich ein Loch aus? Nein, man beginnt dann automatisch auf Bahn 1. Und wie gesagt, hier wird jetzt abwechselnd gespielt. Und wer Erster eine 2 macht oder eine 3 macht und der andere besser ist, der hat dann gewonnen.
Und im Golf wird ja das Loch 18 wiederholt. Hier okay. wird auf Loch 1 gewechselt. Okay. Und beginnt man laut Regelwerk auf Bahn 1, bis es eine Entscheidung gibt. Dann will man natürlich die extra Runde noch. Ja. Wir spielen ja auch schon seit Jahren mit Online, also mit Handys. Scorecard ist ja jetzt Handys. Also wir haben einen Live-Score, man sieht sie auf der Video-Wall. Man kann es auch im Internet mitverfolgen, gibt Link dazu. Also man kann wirklich mitschauen, wie es von Bahn zu Bahn steht. Und auch hier, neben dem Thema mentale Stärke, das wir vorher besprochen haben, die technische Innovation im Sport, auch im Minigolf ein Thema. Auch im Minigolf ein großes Thema, ja. Da habe ich gesagt, wir haben lange überlegt, wir haben dann über einen schwedischen, der für ganz Europa die Seite macht, also Bahngolferrenner nennt sich das, für uns angepasst und auf alle Spielmodis abgestimmt. Und das funktioniert jetzt seit Jahren eigentlich problemlos. Ja. Jetzt bin ich gespannt, ob dieser sensationelle Schlag von vorhin nochmal genau. getoppt kann er nicht werden, genau. aber immerhin gleich gehalten. Beides Ass, das heißt, es geht weiter das Stechen. Und im Finale haben wir immer noch die 2-0. Im Finale steht es, nein, in der Zwischenzeit steht es 2-1. Heinz und Melanie haben einen Schlag aufgeholt, also einen Punkt aufgeholt. Also sehr, sehr spannendes Finale, wie auch das Spiel um Platz 3. Bahn 10 sind die schon, also das heißt sowohl im Finale als auch beim Platz um den 3. und 4. Die schonen unsere Nerven nicht. Genau, im Jugend würde ich nur schnell sagen, bei der Jugend hat Sandra Rixmeier und Jonathan Felsleitner das Finale gewonnen und um Platz 3 hat die Carina und der Daniel auch das bessere Ende für sich gehabt. Ja, Gratulation. Ja, gratuliere. Und das Gute ist an der Auswahl des Spielortes hier ist, dass die Siegerehrungen natürlich dann auch auf der großen Siegerehrungsbühne der Sport Austria Finals durchgeführt werden können und auch ein würdiger Rahmen für die Siegerehrung gegeben ist. Genau. Und das finde ich super, weil da doch ein bisschen ein Publikum da ist und doch auch in allen Sportarten das sehr wichtig ist und wir auch das sehr gerne hier machen. Wer auch schon da ist, ist unsere Außenreporterin Sophie Geschke, die ist wieder zurückgekommen zu uns und die kann dann die Siegerinterviews auch gleich übernehmen im Minigolf. Jetzt sehr gut. Schon wieder. Wieder ein Entscheidungsschlag, genau, so ist es. Ja. Klaus muss reintreffen, weil Egon hat gerade das Ass vorgelegt. Bahn 2 ist eher eine einfache Bahn, sollte grundsätzlich kein Problem sein zu lochen, aber wir werden es gleich sehen. Ja, die Nervosität macht natürlich auch viel mit einem. Ja. Jetzt schauen wir. Und aber ist im Loch, ja, passt. Sehr gut, ja. Da spielen wir auch diesen Glasstein wieder, der ist ein bisschen ein schwerer Ball, den zieht es dann natürlich beim Rauffüllen mit einem guten Tempo gleich nach unten und dadurch ist die Gefahr eher gering, dass der Ball nicht im Loch bleibt. So, Finale steht es weiterhin nach Bahn 12, 2-1. Für Matthias und Nadine, hier geht es wieder um die Entscheidung um Platz 3. Johanna spielt vor. Hier ist der Plan, dass man von ein bisschen rechts in die Mitte spielt, langsam über die kleine Brücke spielt und im Vorlauf ein Ass macht. Warum ein bisschen von rechts? Warum jetzt nicht ganz zentral anspielen? Die Bahn sieht ein bisschen, weil das ganze Areal hier ein bisschen eingefedert, haben wir sie ein bisschen nach rechts eingestellt. Und da muss man den Ball etwas rechts auflegen und ein bisschen gegen das Gefälle spielen, damit sich der gerade Schlag wieder ausgleicht. Ja. Jetzt sehen wir sogar mit zwei Kameras beiden Entscheidungen parallel. Links das Finale und rechts das Spiel um Platz 3. Genau, jetzt spielt Melanie auf der Raute. Und macht das Ass. Und rechts geht das Stechen weiter. Noch keine Entscheidung gefallen. Ich glaube, das ist jetzt hier... Ein Ass war von der Melanie, was auch wichtig war. Es bleibt beim 2-1. Genau. Matthias spielt vor, jetzt ist diese kleine Rampe. Da gefinkelt die Bahn sehr steil, die Bahn. Man spielt den Ball ziemlich von der Mitte. Man versucht Mitte über die Rampe zu spielen, auch direkt ins Loch zu treffen. Und sollte es mal nicht direkt gelingen, dann die Zusatzchance über links vorbei. Jetzt sind sie am Platz 3 auf Bahn 4. Also man dürfte hier auch vorbeispielen an der Rampe? Man kann nicht auf der Seite vorbei, sondern über die Rampe. Schon über die Rampe. Und dann links vorbei zum Beispiel. Das war genau ein optimaler Schlag, also direkt im Vorlauf, ja.
Man hat jetzt auch gesehen um Platz 3, dass die Vorspieler, also ich glaube, der Egon hat ein Ass gespielt auf der kleinen Brücke. Spiel um Platz 1 auf Bahn 13, Weber Heinz muss lochen, assen, um nicht die Bahn zu verlieren. Und Klaus muss auf Bahn 4 ein Ass nachspielen, um nicht die Bronzemedaille zu verlieren. Jetzt schauen wir, ob das Stechen wirklich weitergeht oder vielleicht jetzt bei der vierten Bahn im Stechen die Entscheidung fällt. Können wir gleich sehen. Hier ist der Plan, dass man dann an die rechte Bande spielt von der Brücke. Und das ist ihm gelungen und ist mit ins Loch gefahren. Ja. Damit immer noch offen und schon auf der fünften Stechbahn. Jetzt Stechbahn. Kommt das sogenannte Plateau, die auch also wirklich ein Stich. Ich glaube, dass sie wieder eine Entscheidungsbahn werden, weil die ist nicht so einfach. Die Nadine spielt auf Bahn 14. Spielt hier auch vor, wenn ich es richtig verstanden habe. Weil immer die führen, dürfen vorspielen, solange nicht die andere Gruppe in Führung geht. Solange spielt man vor. Auch beim Unentschieden spielt man so lange vor, bis halt der Führungswechsel gegeben ist. Positionswechsel gegeben ist, ja genau. So, jetzt kommt das Spiel um Platz 3. Das ist schwere Bahn, also dieses Plateau, wo der Ball oben auf der Plattform liegen bleiben muss. Da geht es jetzt, ich glaube, dass das eine Bahn wird, wo es um die Entscheidung gehen wird. Sehen wir wieder den schweren Ball? Genau, das ist ein Glasstein. Und Johanna trifft drauf, super, ja. Super Schlag. Spitze, da haben wir im Vorfeld, als sie das zum ersten Mal gespielt haben, gab es da einige Schwierigkeiten, ja. Deshalb bin ich jetzt gespannt. Genau, jetzt ist es spannend. Jetzt muss die Evelyn rauftreffen, um die Bahn und die Bronzemedaille zu verlieren. Das ist natürlich ein Druck. So, jetzt wird es spannend. Und bleibt auch oben, ja, auch betroffen. Ja. War ein bisschen schneller gespielt, man hat es gesehen, dass der Ball an der Kante dann zurückgehupft, zurückgesprungen ist. Ja, da hat sie schon ist, geschwitzt. Hat schon geschwitzt, aber es war noch im Tempobereich. Und links sehen wir wieder das Finale, da sind wir mittlerweile auf Bahn 15. Bahn 15 stand 2:1. 2:1. 2:1 für Nadine und Matthias. So ein bisschen nur der schmale Durchgang, 10 cm Mindestdurchmaß muss sein beim Fenster. Ja, hat getroffen, sehr guter Schlag, ja. Also 10 cm ist das Mindestmaß, man kann es breiter machen, aber natürlich für die kurzen Bahnen sind die 10 cm genau richtig. Also man sieht hier schon, dass die absolute Elite unseres Landes spielt. So, jetzt kommt wieder so eine entscheidende Bahn. Da kann mich nur erinnern, dass der Klaus in den letzten zwei Runden davor jeweils den Ball zu fest gespielt hat und immer die Bahn verloren hat. Also jetzt bin ich selbst gespannt, was Klaus macht, ob er den Ball das Tempo dosieren kann, um hier reinzutreffen. Au. Und Heinz hat nicht ins Loch getroffen, somit geht Nadine und Matthias 3:1 in Führung, ja. Das links im Finale und rechts beim Platz um den dritten, vierten. Genau. Muss jetzt nachspielen, muss ein Ass machen. Jetzt muss Klaus. Da bin ich jetzt selbst gespannt. Alle warten gespannt. Ja, hier wird jetzt wirklich der Atem gehalten. Das Smiley lacht ja schon. Ja. Ich glaube, dem Klaus geht es gerade nicht so wie dem Smiley. Ja, das ist ein entscheidender Schlag, ob es weitergeht oder das Spiel um Platz 2 beendet ist. Man hat auch das Gefühl, er weiß das jetzt. Also der Druck, den du erwähnt hast, dass er vorhin Schwierigkeiten bei dieser Bahn hatte. Ja, und er spielt ihn wieder so fest, aber er hat es getroffen. Ja. Und zeigt Erleichterung. Und zeigt Erleichterung. Nadine macht ein Ass auf den Pyramiden. Nadine beim Finale gerade getroffen. Ja. Das heißt, jetzt hat sich der Stand auch verändert. Und wir sind ja schon bei Loch 16. Das heißt, das könnte ja schon ein entscheidendes Loch sein. Naja, jetzt muss die Melanie treffen.
Wenn die Melanie nicht reintrifft, hat Matthias und Nadine gewonnen. Weil dann kann man sie nicht mehr einholen. Da nur mehr zwei Löcher zu spielen sind, drei Punkte Vorsprung haben. Ja. Ich brauche hier langsam einen Fächer auf beiden Seiten, sowohl um den dritten, vierten als auch beim Finale. Jetzt immer entscheidend. Ja, sehr spannend. Also ich glaube, die Bahnen sind wirklich meisterschaftswürdig, muss ich echt sagen. Also es wird dann auf einem so einem hohen Level und so knapp gespielt. Also man sieht da schon, dass sich das ausgeteilt hat, diese Bahnen zu besorgen. Schauen wir, ob es die Männerin noch spannend macht mit dem Ass. Sie macht spannend. Sehr schön. Sehr gut, ja. So. Jetzt gespielt Platz 3. Das ist ein bisschen eine schwierigere Bahn, weil die hat sehr viel Gefälle nach rechts vom Abschlag, wenn man schaut. Da habe ich mir auch sehr schwer getan heute. Aber die Evelyn locht und macht den Ass. Beide haben ein Ass hier gespielt. Das heißt, auch da geht das Stechen weiter hier auf zur Stechen nächsten Bahn. Geht Stechen weiter zur Uhr, ja, genau. So, jetzt wird es eine entscheidende Bahn 17. Sollte Matthias ein Ass machen, dann würden sie österreichischer Staatsmeister sein im Mixed-Bewerb. Weil sie nicht mehr eingeholt werden können. Weil sie nicht mehr eingeholt werden können, ja. Ja, ja. Das ist die Entscheidung. Und das war die Entscheidung, ja. Damit stehen die Staatsmeister fest. Ja. Matthias Jakschitz und Nageli Nadine. Und es wird natürlich auch gebührend applaudiert hier am Vorplatz des Landestheaters. Ja, war ein spannendes Finale. Man muss sagen, Matthias und Nadine haben wirklich sehr hervorragend und gut gespielt. Aber hier beim dritten, vierten Platz geht es noch weiter. Da muss der sind wir bereits auf Schuss Bahn 8, glaube ich. Ja, Bahn 8. Na, Bahn 6, Entschuldigung. Genau, der muss jetzt rein, ansonsten ist auch hier die Entscheidung gefallen. Hat der Vorspieler nass gemacht, okay. Klaus steht wieder unter Druck. Wie so oft schon in dieser Runde. Man spürt die Spannung richtig, also der Blutdruck. Ja. Trifft auch rein. Also das Spiel um Platz 3. Wird fortgesetzt. Wird fortgesetzt, genau. Ich bin gerade froh, dass die Staatsmeister schon feststehen. Ich glaube, viel mehr Spannung hätten wir hier nicht mehr ausgehalten. Und Sophie Geschke sehe ich schon in der Annäherung. Wir werden dann auch gleich einen O-Ton bekommen von den neuen frisch gebackenen Staatsmeistern. Ja, Gratulation von meiner Seite. Ich muss ja auch erwähnen, dass der Vorarlberger Landesverband, also Matthias ist der Präsident aus Vorarlberg, uns bei der Bundesliga jetzt in Delft die 4 Tage mit den Zelten ausgeholfen hat. Sonst hätten wir nicht das Bundesliga-Finale spielen können, es hat 3 Tage geregnet. So haben wir den Bewerb verkürzt spielen können und es hat dann würdige Meister gegeben und wir hätten sie auch hier zum Aufbauen, weil der Wetterbericht war ja nicht sehr gut angesagt, aber wie man heute sieht, spannend jetzt. Looping ist wirklich eine schwierige Bahn, braucht man viel Technik und hier kann es sich entscheiden. Aber ich will sie nicht verschreiben, wenn einem Stechen kann immer alles passieren. Ja. Was passiert, wenn der Ball aus der Bahn rausfällt? Dann darf man ihn dort reinlegen, wo er rausgesprungen ist. Wie gesagt, mit den Schlägerbreite und dann locht man ihn ein und nimmt eine 2. Vor 20 Jahren hat es im Regelwerk noch die Regelung gegeben, wenn der Ball rausspringt, gibt es einen Strafschlag. Das gibt es aber nicht mehr. So, das heißt, das waren jetzt 2? 2, ja. Also Evelyn kann jetzt mit einem Ass die Bronze mit einer. Wie gesagt, das ist eine typische Bahn, was ich schon erzählt habe. Hier ist ganz wichtig Technik, viel mit Schnitt. Sie wird versuchen, mit Slice den Ball reinzuspielen, nicht zu langsam. Dann geht er links am Loch vorbei und mit dem Schnitt war auch kein Schnitt. Kein Schnitt umgesetzt und dadurch ist der Ball ohne Schnitt rechts am Loch vorbeigegangen. Hätte der Ball Schnitt, würde er direkt das Loch gehen. Wie gibt man dem Ball einen Schnitt mit? Ja, man kennt es vielleicht vom Tennis. Im Tennis gibt es diesen Slice, wo man unterfährt. Unter dem Ball fährt. Unterfährt und bei den Topspin drüber fährt. Ja. Das ist beim Minigolf nichts anderes. Man muss es halt vorzeigen, um das zu sehen, aber
im Großen und Ganzen ist es gleich, wie man beim Tennis kennt. Man zieht runter und man zieht drüber. Mhm. Und das verhält sich auch im Minigolf so. Und damit stechen auf Loch 10. Auf Loch 10. Ich glaube, viel spannender hätten die Athleten und Athletinnen uns hier das Spiel nicht machen können. Genau, es ist natürlich für die Zuschauer super. Das ist sehr anstrengend, auch für die Sportler, weil doch sehr von der Konzentration her und von der Anspannung her jeder Schlag passen muss. Wir haben auch eine Anfrage von unseren vielen Zusehern und Zuseherinnen, und es schauen gerade Hunderte auch live zu, von wo die Staatsmeister kommen. Staatsmeister kommen heuer aus Vorarlberg, aus Hohenems. Vielleicht kam die Anfrage auch von unserem Regisseur. Das halte ich für ein Gerücht. Trotzdem, okay. Apropos Gerüchte, das ist eben ein Vorarlberger, unser Regisseur. Und wir haben jetzt mehrfach schon festgestellt bei den Finals, dass sich Talente um unseren Martin Böckler herum sammeln. Deshalb, ja, natürlich. Die Vorarlberg hat auch ein Leistungszentrum, ein Jugendleistungszentrum in Hohenems. Und super. Kommen auch immer wieder gute Spieler aus Vorarlberg. Auch hier wieder gut gespielt. Ein weiteres Ass. Ein Ass vorgelegt, ja. Jetzt ist natürlich wieder Klaus unter Zugzwang, das Ass zu machen. Mir kommt vor, Klaus hat wirklich bei diesem Stechen jetzt die Schwierigkeiten. Er bekommt immer zu den schwierigen Stellen dazu. Klaus kommt immer zu den schwierigen Stellen, ja. Wie ist das auch mit, also man sieht schon auch beim Stand, lassen die Athleten und die Athletinnen nichts dem Zufall über, das ist auch eingeübt. Das ist jetzt ganz wichtig. Das Wichtigste beim Minigolfspielen, also eins der wichtigsten Punkte ist, dass man richtig zum Bahn steht und zum Ball steht. Falscher Stand bedeutet Richtung falsch, Schlägerhaltung falsch, Spielrichtung falsch. Also das ist für einen guten Minigolfspieler das Um und Auf, dass man richtig zur Bahn steht. Klaus steht sehr zentral über dem Ball, also sehr, die Füße ist, man sieht es bei den Füßen, sehr parallel zur Bahn und dann versucht er mit einem guten Schlag ein Ass zu machen und das schafft er auch wieder. Jawohl, da freut er sich natürlich auch. Hält den Druck weiter Stand, ja. Klaus ist auch Senioren-Nationalteamspieler und spielt hier wirklich auf einem guten Level, muss ich sagen, ja. Und auch mit sehr viel Feingefühl, also während man eher von den Golfern und Golferinnen, die viel weitere Distanzen schießen müssen, wirklich die schwungvolle Rotationsbewegung kennt, ist hier die andere Challenge, dass die AthletInnen hier natürlich Ruhe bewahren, ruhig bleiben und mit ganz viel Feingefühl. Oh, das ist hier nicht gelungen. Das war jetzt leider ein Missgeschick von der Johanna. Und jetzt kann er. Jetzt muss natürlich der Klaus die Medaille holen. Jetzt muss der Klaus den zweiten. Also er muss ihn nochmal spielen. Er muss den zweiten und jetzt kann dann die zweite Gruppe die Bronzemedaille fixieren. Was auf dieser Bahn eigentlich machbar ist, ja. Und Klaus schafft es auch nicht. Ja, oder? Doch. Nein, ist noch reingefallen, aber mit einem Anschuss. Der war wirklich an die Kante geschossen, der trotzdem noch reingegangen ist. Aber jetzt, glaube ich, die Evelyn wird das, glaube ich, jetzt da. Aber klär uns nochmal auf mit Anschuss. Das heißt, der Ball ging jetzt ins Loch, zählt aber. Der ging, anders. Ja. Beim Einlauf ist an die Kante geschossen und durch den Abprall ist er trotzdem durchs Hindernis durchgelaufen und ins Loch gegangen. Also war ein Glücksschuss. Ich glaube, die Evelyn wird das jetzt schaffen. Ich glaube, das wird jetzt die Bronzemedaille für Evelyn Havel sein und so ist es auch, ja. Und genau so ist es auch. Ja. Da ist die Entscheidung gefallen und das Podium steht fest. Genau. Großer Applaus. Großer Applaus, ja. Lange, lange gestochen, aber sehr gut von beiden Teams, muss man echt sagen. Und war jetzt ein bisschen ein Hopperl auf der letzten Bahn von der Johanna. Aber das passiert halt im Sport. Aber auch das Publikum vor Ort hier, also die Stimmung könnte nicht besser sein. Da wurde sehr laut applaudiert und ich glaube, einige erleichterte ZuschauerInnen auch, weil die Spannung war jetzt wirklich unaushaltsam am Ende. Christian, vielen Dank. Gerne. Das war
eine Live-Übertragung, die wir da jetzt improvisiert haben, aber die auch mit unserer Unterstützung, unserer Regie, mit mehr Kameras hervorragend geklappt haben. Wir haben wahnsinnig viel gelernt über den Minigolfsport, gute Werbung betrieben. Dankeschön. Und ich glaube, wir dürfen dann hinausgeben zu Sophie, die hat, glaube ich, die Sieger bei sich stehen. Super. Ich melde mich jetzt hier vor dem Landestheater. Ich bin wieder zurück und habe den neuen Staatsmeister im Minigolf mixt neben mir, die Nadine und den Matthias. Ich soll euch gratulieren von unserem Regiemeister, von Martin Böckler. Der kommt aus dem wunderschönen Glaus, ein Landsmann also. Wie ist jetzt das Gefühl, so frisch gekürt? Unbeschreiblich. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Mir fehlen die Worte. Wie lange habt ihr darauf hintrainiert? Also wir sind heute um 7 Uhr in der Früh, waren wir hier, haben wir begonnen zu trainieren bis 9.45 Uhr und um 10 Uhr hat der Bewerb angefangen. Also ist auch für uns ganz was Neues, weil man einfach nur beschränkte Zeit hat, sich für einen Bewerb zu vorbereiten. Normalerweise trainiert man immer tagelang und so weiter und kennt die Anlagen, die man bespielt. Und für uns ist das ein super Event im Prinzip, um unseren Sport zu repräsentieren. Also das ist ja phänomenal. Was mir besonders gut gefallen hat, hier hat sich jetzt alles rundherum gefühlt und die Leute haben immer auch mit Geräuschen mitgemacht. Man hat gehört, wenn es daneben gegangen ist, die Leute haben applaudiert, wenn es was geworden ist. Motiviert das? Ja, und wie. Es macht auch ein bisschen nervös, weil das sind wir nicht gewohnt, so viel Publikum, aber es motiviert. Wie geht es jetzt für euch weiter mit diesem Titel? Gibt es jetzt nächste Bewerbe? Kann man da jetzt irgendwie aufsteigen? Ja, also wir sind beide Nationalteamspieler. Jetzt im Sommer, beziehungsweise dieses Jahr ein bisschen verschoben aufgrund von der Saison. Im September finden dann die Europameisterschaften in Kroatien statt, in Zaton. Und ja, das wird das nächste Ziel sein. Dazwischen noch die Staatsmeisterschaften, eh bei uns zu Hause in Hohenems in Vorarlberg. Das wird natürlich auch ein ganz großes Ziel für uns sein und die nächsten Herausforderungen eigentlich, ja. Man kennt es ja von anderen Sportarten, da gibt es dann immer auch ein Meistertrikot. Gibt es das jetzt für euch auch? Nein, wir können jetzt, wenn wir Lust haben, einen Ball machen lassen, wo unser Name draufsteht. Sowas habt ihr aber bestimmt auch schon, oder? Nein, ich leider nicht, das ist mein erster. Und das freut mich jetzt natürlich noch mehr. Aber es gibt eine große Feier zu Hause. Das definitiv, ja. Da freuen sich alle sicher mit uns da. Den Viertplatzierten. Es war ein wirklich nervenaufreibendes, spannendes Stechen. Es ist um Platz 3 gegangen. Ganz knapp hat es nicht funktioniert. Was ich bewundert habe, Minigolf wirkt immer so beruhigend, so gemütlich. Aber du warst kurz mal wutentbrannt. Ich habe gesehen, wie es der Kapperl dann am Boden gefetzt hast, weil es eben nichts geworden ist. Eben, das sind einfach die Emotionen und ich lasse einfach die Emotionen einen freien Lauf und dann passiert halt solche Sachen. Und ein Kapperl am Boden schmeißen ist jetzt nicht so schlimm, aber Schläger, ich werde schon ab und zu einmal ein Schläger auch gebrochen oder so oder in die Ehren rein versenkt, da kriegt man dann schon eine Strafe. Aber jetzt halt mit der Kapp, das war jetzt kein Problem. Es war ja wirklich emotional, war schön und schön, dass du dich dann da entleeren hast können, deiner Emotionen. Woran hat es denn jetzt schlussendlich gescheitert? Das kann man nicht sagen. Wir sind ein Team, wir haben zu zweit gespielt und man kann nicht sagen, an was gescheitert hat. Es ist einfach bei dem Sport, spielen so viele Faktoren zusammen und wenn da ein klares Radl nicht passt, dann passiert so auf so einer leichten Bahn ein einfacher Fehler passieren. Und dann ist eben, wenn es in der Spitze ist, geht es um jeden Schlag, habt ihr ja gesehen, dass du fast auf jeder Bahn ausmachen musst und ja, dann ist es halt vorbei. Jetzt heißt Wunden lecken und wohin geht es dann weiter für dich? Für mich geht es weiter zur Staatsmeisterschaft nach Werfen und dann für die Seniorenstaatsmeisterschaft nach Werfen, dann allgemeine Staatsmeisterschaft in Hohenems und dann fahre ich zur Weltmeisterschaft nach Kanigratte. Da tut sich ja einiges. Ja. Wo gibt es die allerschönste Minigolfanlage? Was würdest du uns allen jetzt empfehlen? In Kufstein.
Nein, wirklich, in Kufstein. Die ist wunderschön gepflegt, niegelnagelneu hergerichtet, professionell, wunderschön zum Spielen, fair zum Spielen. Und das ist eben das, weil oft sind Minigolfanlagen eben sehr desolat und dann sind sie eben nicht fair. Und das ist wirklich eine wunderschöne Minigolfanlage, auch mit einem Park dabei, mit Bäumen, wunderschön, auch für Kinder. Es halten sich da im Sommer oft Familien den ganzen Tag auf, weil es einfach günstig ist. Nur dazu. Also Minigolf ist ein Sport für die ganze Familie. Du wirst es den ganzen Tag von groß bis klein, genauso soll es sein. Wir haben es heute auch gesehen, viele haben zugesehen. Und wir schauen, wie es jetzt hier dann weitergeht. Denn in Kürze werden hier die ersten Siegerinnen und Sieger von den anderen Sportarten eintreffen, wenn es dann losgeht mit der offiziellen Siegerehrung hier im Hintergrund. Ja, auch wir gratulieren natürlich herzlich allen Podiumsgewinnerinnen, aber natürlich auch Klaus und seiner Partnerin. Wir haben mitgefiebert. Und Rainer, den Tipp habe ich mir schon aufgeschrieben. Ich glaube, wir Kufstein. Ja, Kufstein, Minigolfen. Ja, schöne Land Tirol, nicht nur in Innsbruck, wo die Finals stattfinden, auch in Kufstein gibt es interessante Sportstätten. Und wir sind hier wieder live von den Sport Austria Finals und es geht genau darum, was wir jetzt gerade miterlebt haben, Minigolf. Ein schwer unterschätzter Sport, haben viele nicht so am Radar und jetzt waren wir live bei dem Finale dabei, natürlich dreifach so spannend, weil das der Präsident Christian Gobitz unglaublich toll kommentiert hat. Und es ist eine Sportart, die ich in Zukunft öfter verfolgen werde. Ja, du stellst mir sicher heute noch die Frage, die du mir schon öfter gestellt hast. Was hat dich heute am meisten begeistert? Und die Antwort ist hiermit schon gegeben. Also diese Minigolf-Entscheidung jetzt war an Spannung nicht zu überbieten. Und dazu die Aufklärung und Erläuterungen des Präsidenten. Also wenn man da nicht zum Minigolf-Fan wurde, wann sonst? Und das ist ja auch das, was wir hier versuchen, den Sportarten eine Bühne zu geben. Wir haben es auch von den frisch gekürten Staatsmeister und der Staatsmeisterin gehört, dass sie das gar nicht gewohnt sind, ein so großartiges, ein so großes Publikum zu haben. Jetzt haben wieder viel mehr Leute den Minigolfsport live erleben dürfen, auch ganz viele Hunderte, hoffentlich Tausende vor den Bildschirmen zu Hause. Und ich glaube, eben dadurch entwickelt sich der Sport auch weiter. Genau, und wir haben es ja gehört, auf der Homepage des Minigolfverbandes sind die Kontaktadressen, sind die Vereine aufgelistet. Also jeder und jede, die jetzt Lust bekommen hat, sofort dorthin gehen und schauen, wo man einmal schnuppern kann, wo man auch Vereinstraining sozusagen dann auch sich aussuchen kann. Bevor es weitergeht, möchte ich auch noch einmal den Präsidenten loben, nicht nur für seine großartige Kommentation, sondern er ist bei uns hier live auf der Couch gesessen. Nicht nur gespürt, dass er für den Minigolfsport lebt, sondern man hat es auch gesehen. Ich habe an seinem Arm ein Armband gesehen von den Europameisterschaften 2022. Er ist auch tätowiert. Also ich glaube, wir sollten später uns nochmal reinholen und schauen, ob er nicht irgendwo einen Minigolfball tätowiert hat.